Was dich besonders beeindruckt hat? Ja, das war ein junger Mann, der es wirklich verdammt eilig hatte. Oh! In Dortmund sind wir jetzt auch auf Friedensplatz. Wunderbar, sensationell, was da los ist. Jetzt hier, ohne Witze, ohne Witze! Jawohl! Ist Inside Report mit Martin Winkler. Also der FC Barcelona ist es geworden. Die maximale Herausforderung im Halbfinale der Champions League für den FC Bayern München. Da würde ein optimistischer Kaiser auch nicht schaden. Schönen guten Abend, Franz Beckenbauer. Ja, guten Abend. Welche Spiele erwarten Sie von Borussia Dortmund im Kader von Joachim Löw? Ich werde den Teufel tun, da werde ich gar nichts zu sagen. Da kannst du vielleicht noch ein bisschen mitkicken bei uns. Mit der Zeit, okay, versprochen. Also abgemacht. Vielen Dank, Herr Hitzfeld, und schöne Spiele heute Abend. Tschüss. Ja. Dankeschön. Würdest du unterschreiben, wenn man es so formuliert, nach dem, was wir jetzt gehört haben, dass man es auf den Punkt bringt, dass Jens Keller auf Schalke eher geduldet als geliebt ist? Also ich muss sagen, er macht seinen Job und er macht ihn gut. Sonst hätte er nicht die Anzahl der Punkte in der Rückrunde geholt. Aber das, ja, kann ich unterschreiben, ja. Herr Keller, hatten Sie wirklich nichts geahnt? So kann man sich manchmal täuschen. Willkommen bei Euro-Spezial. Und Sie sehen, ich bin nicht alleine. Prominente Unterstützung an meiner Seite, Horst Held. Gibt es mehr als die Fußball-Bundesliga, Martin? Genau so ist es. Schönen guten Abend von hier. Ist das auch so ein bisschen dein Eindruck, was Sven gerade gesagt hat? So dieser ganz große Druck ist jetzt weg. Jetzt springen Sie ein bisschen befreiter auf, konkret Richard Freitag. Sie haben gerade darüber gesprochen, dass Sie jeden Finger einzeln spüren. Wie muss ich mir das vorstellen? Also, wie funktioniert das? Ja, es ist so, dass man zwischen einem Phantomschmerz und einem Phantomgefühl unterscheidet. It was a pleasure. Thank you very much. Thank you. Thank you, guys. Thank you. Oh, dort haben die Fans seit 10 bis 18 Uhr die Möglichkeit, die Trophäe aus der Nähe zu betrachten. Also ehrlich gesagt, tut es mir leid, denn wir haben 10 vor 8. Da haben sie es leider verpasst. Du hast vollkommen recht. Das 62. All-Star-Game in der NBA steht an. In Houston treffen die besten Spieler des Ostens auf die stärksten des Westens. Mit dem ehemaligen Fast-Profi und Kultkomedian Matze Knob. Schön, dass du da bist. Ja, da hat aber doch noch ein bisschen gefehlt. Also bis zum Profi. Wir sehen uns dann morgen wieder ab 18:30 Uhr. Bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss.